So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Okay, Space Engines gibt mir gerade eine Fehlermeldung. Hoffen wir, dass sie gleich weg ist. Ja, okay. Ja, es war eben etwas seltsam, weil er dann sagte von ach Gott, kurz das Mikro hier irgendwie verrutscht. Von wegen so, ja, Programm wäre, ja, würde zu lange brauchen, um zu antworten, aber naja, gut, es antwortet ja doch. Es ist manchmal, wenn er kurzfristig pausiert, wenn es sich nicht dreht, dann heißt es ja, okay, es geht gleich los mit dem Spiel, ne? Er ist gleich fertig mit Laden. Und manchmal kommt dann diese Meldung, wenn man noch in einem anderen Fenster eben gearbeitet hat. Ja, das habe ich ihm gemacht. Von daher bin ich ganz guter Dinge. So. Okay, keine Textur, was ist heute los? Ein bisschen länger, seltsam. Okay. Komisch. Ja, echt ein bisschen seltsam, hm? Da hat er auch noch nicht geladen. Also, er hat das Schiff geladen und das hier, aber okay. Na komm. Jetzt. Hat er echt ganz schön gebraucht, aber warum? Das habe ich jetzt noch gar nicht gehabt, dass es so lange gedauert hat. Schon ein bisschen eigentümlich. Oh, na gut, okay. Das ist halt so. So. Das erste Ziel, was wir hier haben, ist auf jeden Fall den Sauerstoff herstellen. Ja. Siehste. Dann sollte unser erstes Ziel aber auch sein. Verdammt. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Entsprechende Behälter herzustellen, genau. So, wir hatten ja hier schon mal uns reingebohrt. Mist, es ist ziemlich weit unten. Müssen wir mal abzählen kurz, wie wir das machen. Also Eingang, also Schleuse und dann, also 1, 2, 3, 4, 5. Okay, also von der Schleuse und der fünfte Block ist es dann. Okay. Das hieße, so wie wir das jetzt haben. Hier ist die Schleuse. Kurz das richtige Grün auswählen, genau. So. Dann würden wir jetzt erstmal nach da gehen. Das können wir machen. Genau, das heißt, wir werden jetzt erstmal. Warte mal, hab ich noch genug vom. Ah, sauber. Genau, wir gehen jetzt erstmal in diese Richtung und bauen uns da so den Weg frei. Okay. Genau, einfach erstmal so in die Richtung. Auf jeden Fall, warte mal. Hier so ein Verbindungsteil herstellen. Ah, verdammt. Also ein bisschen mehr Stahl mitnehmen. Genau, und dann geht das. Ein Gravitationsgenerator wäre auch nicht schlecht, aber der braucht halt erfahrungsgemäß richtig, richtig viel an irgendwelchen Ressourcen. Stahlplatten hier mitnehmen. Alles wegsäbeln. Und ich denke,
so wie ich das meinte, von wegen, dass wir manche Sachen dann einfach halt so lassen und dann halt anschließen, wie zum Beispiel das mit Sauerstoff und sowas, das sollten wir auf jeden Fall machen. Hallo, bei der Menge an Sauerstoff. Wahnsinn. Das hält jahrzehntelang. Ja gut, das ist ein bisschen übertrieben, aber es hält schon eine Weile. Ah, hier ist sogar noch mehr Stahl drin. Sauber. Schön alles wegnehmen. Wir brauchen ja nicht viel, ne? Es geht ja nicht darum, dass wir erstmal die meisten Blöcke da richtig fräsen wollen, sondern wir wollen sie ja eigentlich erstmal nur anlegen, damit wir da das Rohrsystem anlegen können. Ja, das ist nämlich das Wichtigere, das Rohrsystem, damit ich dann nämlich auch ein bisschen weiter unten noch entsprechend die Sauerstofffarmen machen kann. Genau, die sind nämlich echt mega, mega wichtig. Richtig, denn wie wollen wir sonst Sauerstoff herstellen? Klar, es ginge mit Eis, aber Eis ist irgendwie anderweitig wichtiger. Ups, das war jetzt irgendwie doof. Aber es war zum Glück nicht viel. So. Mal kurz aufladen. Genau, kurz Energie aufladen. Fertig ist. Könnte ruhig ein bisschen schneller gehen. Wunderbar. Ah, das mit diesen Magnetstiefeln so richtig super finde ich das jetzt nicht unbedingt. Das funktioniert nicht ganz so, wie ich mir das unbedingt immer vorstelle. Aber hat ja nichts zu bedeuten. Genau, so. Machen wir erstmal das so. Super. Also was hatten wir gesagt? 5, ne? Also hier. Das wäre dann das. Also 1, 2, 3, 4. Soundfehler. Okay, das habe ich zum Glück. Also, wie gesagt, ich zähle noch ab, wenn wir hier Schleuse rausgehen. 1, 2, 3, 4. Genau. Nach der Schleuse der vierte Block. So. Also das ist die Schleuse, dann 1, 2, dann ist hier die 3. Das hier besser anschließen dann. Ja. Vorsichtshalber. Man weiß ja nie. So, das heißt dann aber auch. Wir müssen mal gucken. Also. Ich muss immer nachschauen. Das ist, verwirrt mich jetzt gerade. Also 1, 2, 3, 4. Genau, beim vierten Block gehen wir dann auch gerade nach unten. Das ist wichtig. So, das heißt, hier ist die Schleuse. Also 1, 2, 3, 4. Also hier gehen wir dann nach unten. Ah ja, okay. Gut, sehr schön. Das heißt, dann machen wir hier entsprechenden Gang. Also wir werden jetzt hier praktisch das so machen. Und dann gleich so. Also warte mal, wir schweißen das erstmal. Wenn der Stein gleich verschwunden ist, der nervige Stein.
Dann können wir das so machen. Genau. Und dann brauchen wir jetzt einfach nur nach unten gehen. Ich hoffe, wir bleiben gerade. Also jetzt im Moment, dass wir gerade bleiben. Das hört sich komisch an, ich weiß. Ich weiß. Aber es sieht gut aus, halbwegs. Aber wir können als Orientierungshilfe, jetzt mal kurz gucken, welches ist die Außenwand? Wir kommen von da, das heißt, das hier ist die Außenwand. Das heißt, ich würde dann hier entsprechend als Orientierungshilfe das so machen. Ja. Einfach damit man halt immer wieder weiß, wo wir hin müssen. Oder beziehungsweise wie wir gerade sind. Dann können wir auch eigentlich nämlich die Magnetstiefel benutzen, ja. Genau, weiter geht's. Hey. Was war denn das jetzt? Schrecklich. So. Hä? Was macht der denn? Er soll doch gar nicht da. Nein, hey. Das ist das, was ich meine, ne? Diese Magnetstiefel sind mega kacke. Hier, warum macht er das? Es ist gar kein Grund dafür da. Aber gut, man sieht ja, ne? Wie toll es funktioniert. Nicht. So, jetzt das hier wieder machen. Immer vorsichtig. Lieber ein bisschen weniger. Auf einmal dafür nice richtig machen. Also, ich verabschiede mich. Wir sehen uns ja beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Mr. Zocker.